An einem Samstagnachmittag klingelt es an der Tür von Sabrina R. in Berlin. Ehemann Tim, der Polizist, ist da schon in der Spätschicht. Sie hat seit mehreren Stunden nichts mehr von ihm gehört. Plötzlich sind da zwei Beamte in Uniform und bitten um Einlass. Sabrina R. weiß, was es im schlimmsten Fall bedeuten kann, wenn der Mann im Dienst ist und plötzlich zwei Kollegen vor der Tür stehen. Sie hat Panik. In ihrem Kopf nur zwei Gedanken: Wollen die Polizisten zu mir? Und sind sie hier, um furchtbare Nachrichten zu überbringen? Lesen Sie nun mit Bild Plus, wie eine Polizisten-Ehefrau mit der Angst um ihren Mann umgeht.